In diesem Video zeige ich Ihnen, wie bei der Stabübung Qui-Qui die Finger auf dem Stab tanzen, wie die Vöglein auf der Stromleitung. Und wie Sie mit dieser Übung hinaus in den umgebenden Raum gehen und von dort wieder zu sich zurückkommen. Wie bei allen Stabübungen geht es darum, das Bewusstsein im Stab zu schulen, das Denken in den Stab hineinzubringen. In dieser Übung ist es jetzt das Spezielle, dass man sagt, der Stab hängt jetzt hier entspannt unter meinen Handgelenken, in den Fingern, und bei der ganzen Bewegung bleibt der Stab an der Stelle. Ich brauche ganz viele Muskeln, ich ziehe mich zusammen, ich komprimiere, die Finger müssen ganz viel machen und ich dehne mich wieder aus, wird wieder groß, aber der Stab bewegt sich eigentlich nicht. Also mein Bewusstsein hält den Stab fest, obwohl die Körperinformationen gar nicht mehr sagen können, was jetzt genau gerade alles stattfindet. Sie können bei dieser Übung auf verschiedene Ebenen Ihr Bewusstsein richten. Einmal physisch ist es dieses Zusammenziehen, alle Finger bleiben am Stab, wirklich das kontrollieren und alle Finger drehen dann ganz entspannt darüber, das Handgelenk entspannt, die Finger sind wirklich unten drunter. Eine zweite Ebene ist energetisch. Wenn ich jetzt hereinkomme, dass ich das jetzt nicht mit der Bewegung der Finger mache, sondern ich habe eigentlich einen Strom, der durchs Herz hereinzieht, bis in mein unteres Körperzentrum und sich dann von dort wieder ausdehnt und von diesem Körperzentrum durchs Herz hinausströmt nach vorne. Und in dem Strom ist diese Bewegung eingebettet. Also ich spüre den Strom hereinkommen durchs Herz in mein Energiezentrum und entspanne im unteren Zentrum. Ich ziehe im unteren Zentrum zusammen, steige auf und entlasse es durch mein Herzzentrum nach vorne. Eine weitere Ebene ist die Kommunikation mit dem Raum außerhalb des Stabes. Ich kann mir vorstellen, dass ich in dieser Haltung eigentlich eine Schale bilde, eine empfangende Haltung, in der ganz viel über den Stab von draußen hereinströmen kann. Und ich nehme das mit meiner weichen Seite dieser Arme in mich auf, bis in mein Inneres. Und in der anderen Haltung ist es dann ein Ausdehnen in die andere Richtung. Ich spüre die Oberseite meiner Arme und auch mehr die Außenseite meines Körpers. Und von dort strahlt es in diesen Raum hinaus, wie als Antwort. Manchmal habe ich das Bild, dass ich eine Schale bilde, in die quasi der Staub der Sterne in mich hier zu mir hereinkommen kann und die Sternschnuppen hier eingesammelt werden. Und umgekehrt entlasse ich meinen eigenen Staub, feine Spuren meiner Tätigkeiten und übergebe sie dem äußeren Raum, der sie dann aufnimmt. Und eine weitere Stufe ist das musikalische Erleben. Wenn ich, wie ich es schon mehrfach ausgeführt habe, die Bewegung selbst noch nicht nur mache, sondern mich selbst, meine Tätigkeit darin erlebe, dann entsteht eine ausströmende Stimmung, die man musikalisch auch als Durchstimmung bezeichnet. Mein Körper wird ein Klangkörper, ein Stimmungsklangkörper. Und auch wenn ich meine aufnehmende Orientierung spüre und das bis zu einer Klangkörperqualität bringe, dann entsteht eine Empfindung, die der musikalischen Moll-Empfindung entspricht.
Also jetzt nicht wie bei den Übungen, die wir vorher hatten, das Erleben einer Tonfolge, Tonleiter, sondern jetzt mehr das Entstehen einer musikalischen Stimmung im Körper und in dessen Ausstrahlung.